Das ist der nächste Schritt, nicht wahr? Wir werden uns jetzt da die 11 mm Locker für einen Befestigungsschrauben durchbohren. Und dazu werden wir vorher mit einem Anbohrermeng kurz eine Führung geben und dann fahren wir mit einem 11 mm Bohrer drauf. Bohrtiefe war 90 mm, leider hat unser Pinol nur einen Hub von 70 mm. Also werden wir mal so weit reinfahren, wie es geht, und dann von der anderen Seite auch weiter reinbohren und hoffen, dass wir das halbwegs treffen. So, das 11 mm Loch haben wir schmerzfrei gebohrt. Und damit wir haben jetzt da 4 mm zum Oberfräsen. Da so ungefähr, da so einer. Ne? Und die zwei kleinen Eckerl bleiben stehen. Damit wir nicht wieder so lang und so viel fräsen müssen, machen wir jetzt mit einem 10er Bohrer ein paar Löcher rein. Dann brauchen wir nicht mehr so viel Oberfräsen. Soweit die Theorie. Ob das was bringt oder nicht, beim nächsten Mal wissen wir es. Und ja. So, für die restlichen 4 mm haben wir unseren 20 mm sechsschneidigen Hartmetall Schrubfräser eingespannt. Und schauen wir mal, wie er sich im Vergleich zu einem HSS-Fräser schlagt. Natürlich gehen wir mit dem Hartmetallfräser hecher dran, aber der geht durch wie Butter, ne? Also pff, nicht schwach. Also für was wir vorher mit dem HSS-Fräser Stunden gebraucht haben, das haben wir mit dem Hartmetallfräser in ein paar Minuten erledigt. Ne? Also der ist sehr gut wert. So, das heißt, wir können dadurch wesentlich mehr Kaffeepausen machen. So, jetzt schauen wir mal, ob die Grundplatten passt. Ja, ein bisschen Spül hat es, das passt schon für unsere Zwecke. Ist das vollkommen okay. Ja, das pfeift schon. Jetzt fräsen wir das noch in der Mitte raus und dann waren wir fertig mit der Unterseite. Und weiter geht's. Als nächstes werden wir das 11 mm Loch für die Klemmschrauben durchbohren. Und dann werden wir eins nach dem anderen das Kernloch für das M7 machen und das M7 Grind einschneiden. Natürlich werden wir das vorher ansenken, ne? Eh klar. Also es schaut aus, als wenn wir die Luca ziemlich gut getroffen hätten. Es ist ja unglaublich, ne? Aber irgendwer hat das falsch angerissen. Ja gut, dass wir es noch rechtzeitig bemerkt haben. Wahrscheinlich haben sie geglaubt, wir überreißen das nicht und bohren es falsch. Ne? Aber da haben sie sich getäuscht.